Also auch ein Hallo von mir. Ich habe vor einem halben Jahr meine Bachelorarbeit geschrieben über das Thema eine Entwicklung vom Datenmodell für die Fußgängernavigation auf Basis von OpenStreetMap-Daten. Das habe ich zusammen mit der Geofabrik und der Hochschule für Technik in Stuttgart geschrieben. So, ganz kurz, was werde ich euch vortragen? Erstmal die Motivation der Arbeit. Warum ist sowas interessant? Dann stelle ich euch das Grundprinzip von der Software, die ich geschrieben habe, dar. Werde auf einen Algorithmus ein bisschen ins Detail eingehen und erkläre die Arbeitsweise, wie man mit der Software arbeiten kann. Und gehe dann ein bisschen tiefer noch auf die Ergebnisse drauf ein. Was hat geklappt, was steht noch offen? So. Zunächst einmal auch, es gibt Fußgängernavigationssysteme natürlich, auch auf Basis von OpenStreetMap-Daten. Was diese Systeme alle machen, ist, dass sie entlang der vorgegebenen Straßen, also auch der Verkehrsstraßen entlang routen und dass die Straßenseite nicht berücksichtigt wird. Und es gibt durchaus Ansätze oder Überlegungen, wo wichtig ist, wie laufe ich zum Beispiel einen sicheren Weg, nur über offizielle Ampeln, oder wenn zum Beispiel die Entfernung, die berechnet wird, irgendwie rechtskräftig ist, weil alle Kinder, die 15 Minuten von der Schule weg wohnen, keine Fahrkarte gezahlt kriegen oder sowas. Also mein Ansatz ist, die Straßenseite und die Bürgersteige zu berücksichtigen, obwohl diese Daten nicht in OpenStreetMap vorhanden sind. Weil das ist vielleicht auch gar nicht gewünscht, dass sie drin sind. Das ist auch ein Mapping-Aufwand. Kann man diskutieren. Aber mein Versuch war, das einfach ohne die Realität ein bisschen präziser abzubilden. Und gleichzeitig sollte das Ganze personalisiert sein, also eine Personalisierung tauglich sein. Jetzt kurz mein Prinzip. Ich nehme diese Daten, das sind einfach diese OSM-Daten im Pro-Format, lese sie ein, ich habe ein Programm geschrieben, das dieses Auswählungsbibliothek benutzt. Ich habe das Generator genannt, Pedestrian Routing oder OpenStreetMap. Das Ganze wird verarbeitet und in der Postgres geschrieben und da habe ich dann diese PG-Routing-Erweiterung, das ermöglicht ein Routing auf Postgres benutzt und raus kommt dann eine Route, die irgendwie verarbeitet werden kann, angezeigt werden kann. Ich will euch ein bisschen näher bringen, wie dieses Programm im Detail funktioniert, anhand von dem Schaubild. Die Daten werden eingelesen und in der Vorverarbeitung wird getrennt zwischen Kfz-Wege, ich habe die Vehicle Roads und Pedestrian Roads genannt, also alles, was mit dem Fuß begehbar ist, Tracks, Pedestrian und auch, ich habe Living Streets mit reingenommen, weil in Spielstraßen wird auch am meisten entlang der Straße gegangen und alles andere, was Kfz-Wege sind, die nicht autobahnartig sind und die nicht, also es gibt dieses Sidewalk-Tagging, wo dann entweder Sidewalk gleich No oder Sidewalk gleich Left. Und um da zu merken, okay, das Tagging sagt mir was über den Bürgersteig. Und dann werden die getrennt. Die Objekte, einmal haben wir hier die Fußwege. Die können direkt übernommen werden, später oder fast direkt in den Routing-Graphen übernommen werden. Und in den anderen die anderen Wege werden dann verarbeitet, also da werden die
die Bürgersteige konstruiert, die Kreuzungen eingefügt, sieht man nachher noch auf eine, bei den Ergebnissen und werden dann mit allen Geometrien miteinander verschnitten, damit eben die Knotenpunkte entstehen, die man fürs Routing nachher braucht. Ja, ganz kurz, wie der Algorithmus funktioniert. Aus den Eingangsdaten werden immer Knotenverzeichnisse erzeugt, also weiß jeder Knoten, wer seine Nachbarn sind. Und eine Sortierung im Uhrzeigersinn erfolgt, damit man dann immer an der Kreuzung im Uhrzeigersinn die Gehwege konstruieren kann. Es werden parallele Segmente erstellt, von jedem Knoten zum Nachbarknoten. An der konvexen Seite werden die Wegstücke verbunden. An der konkaven Seite wird verschnitten mit dem Schnittpunkt und die Reststücke abgeschnitten. Da gibt es auch Fälle, wo sie sich gerade so nicht schneiden, dann wird ein Mittel genommen und an den Endverbindungen werden die Knoten nochmal verbunden. Das sieht man jetzt nicht. Also mit der Software, mit Petro, wird die Topografie erzeugt und dann ist noch ein Import in die Datenbank nötig. Ich habe das so gemacht, wenn man das direkt in Postgres schreibt, dann erzeugt er immer Datenbankverbindungen und da wird das Ganze unglaublich langsam. Und deswegen schreibe ich es in eine Shapefile, nehme Shape2PSQL und importiere das dann auf einmal in die Datenbank. Man könnte auch einen PG-Dump machen. Das kann man sich auch noch überlegen. Dann wird die Topologie erzeugt mit PG-Routing, das ist ein SQL-Befehl. Der rechnet dann eine Weile rum und sagt zu jedem Kantenstück, welche Knoten dazugehören. Und per SQL kann man dann abfragen, ob die Route setzen. Dadurch, dass die ganzen Attribute übergeben werden, was für Kreuzungen das sind, kann man dann personalisierte Abfragen erstellen. Und dann wird das Ergebnis entweder dargestellt oder was auch immer man damit machen will. So erreichte Ziele oder sagen wir mal, was kann die Software bisher? Also ich habe die Ausgabe in der Tabelle Ways, das ist der Routing-Graph. Man sieht jetzt die Bürgersteige und die Wege, die schon drin sind. Ich habe das mal noch eingefärbt, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Was ich gemacht habe, damit man auch die Straßen überqueren kann, weil sonst ist man manchmal gefangen auf einer Straßenseite. Ich habe in einem regelmäßigen Abstand die Straßen unterteilt und überquert. Das sind diese Frequent Crossings. Dann habe ich noch Risk Crossings reingemacht, also Risikoüberquerung. Da muss man noch diskutieren und untersuchen, also inwieweit. Aber ich habe, glaube die Primary Roads als riskante Überquerung genommen und in Abhängigkeit der, ich habe es in Abhängigkeit der Lanes, also der Spurbreite gemacht, dass eine Überquerung riskant ist. Hier unten sind die Fußwege drin und die in Blau unten die offiziellen Überwege. Also die Geometrien werden jetzt soweit erzeugt. Die Verschneidung der Geometrien untereinander funktioniert weitgehend. Die Attribute bleiben erhalten, also sowohl die OpenStreetMap-Attribute mit ihren IDs als auch die Attribute für erzeugte Geometrien. Und das Routing mit PG-Routing funktioniert. Ich will jetzt aber vor allem auch auf die Probleme eingehen. Die Software befindet sich im Entwicklungsstadium, also ich würde mich freuen, wenn man da noch irgendwie dran weiterarbeitet. Und deswegen will ich auch ein bisschen auf die Issues eingehen. Es gibt teilweise unerwartete Geometrien bei spitzen Winkeln und sehr detailreichen Kurven, dass die Wege dann neben der Straße liegen und irgendwelche Zickzackskurven machen. Ein Problem habe ich, wenn die Fußwege, ein Fußweg direkt in eine Straße übergeht, also auch zum Beispiel eine Spielstraße, also eine Living Street, wenn die in eine andere Typ übergeht,
dann ist es Glückssache, ob die sich schneiden, weil da kommt es dann auf die letzten Nachkommastellen an und dann kann es sein, dass da kein Schnittpunkt entsteht. Da muss man dann irgendwie die Wege verlängern oder vielleicht geografisch runden irgendwie in die richtige Richtung. Ne? Dann sind immer noch Inseln und Sackgassen drin, die man dann irgendwie mal bereinigen kann, aber das tut dem Routing normal nicht weh. Die Indizierung von den einzelnen Wegstücke, und die werden relativ lang, wenn man, weil die auch regelmäßig unterteilt werden, die Straßen, haben wir da noch ein ziemliches Speicherproblem. Und ich habe die IDs einfach mit den OpenStreetMap IDs zusammengesetzt, weil ich muss immer wissen, von wo nach wo, und das als ellenlange Strings gemacht. Da wird das relativ schnell, ich glaube, an der Stelle in die Knie gezwungen, das Programm. Und noch als Ausblick wäre natürlich Einbeziehung der Flächen interessant, klar, vielleicht so, wie wir vorhin besprochen haben, aber auch, dass Ortsgrenzen den Bereich begrenzen, in denen auch Fußwege enthalten sind. Und das ist auch das Problem, wenn man ein größeres Kartenstück benutzt, wenn da Gehwege entlang konstruiert werden, sind es riesige Datenmengen, weil das immer kleine Wegstücke sind. Das liegt auch an der Sache, dass eben Fußgänger langsam unterwegs ist und deswegen der Routing-Graph auch detaillierter ist, auch von Anfang und Endknoten. Wenn man routet von zwei Punkten, dann sollte in der Nähe von dem Punkt, wo man sucht, auch wieder ein Knotenpunkt sein. Also ich werde jetzt auch eine regelmäßige Arbeit nachgehen und ich weiß nicht, wie viel ich da noch weitermachen kann, deswegen ist es auch so ein bisschen, ich würde mich freuen, wenn es andere Leute vielleicht auch noch angucken könnten, kompilieren und irgendwie damit experimentieren. Ich denke, dass die Sache praxistauglich sein könnte, wenn das mal ein bisschen getestet wird und eben die Probleme auch behoben werden. Und was auch noch eine Idee war, ist, dass als eine Prüfsoftware entweder als Plugin für JOSM oder sowas interessant wäre, um auch zu gucken, ob dieses Sidework gleich left and right richtig gesetzt ist. In den Daten, die ich geguckt habe, wird es auch relativ wenig noch verwendet. Also ja, hier ist noch das Repository. Ich bin die Tage nicht mehr da, ich muss heute auch schon um 4 gehen, also muss man die Mittagspause nutzen, wenn irgendwelche Gespräche noch anfallen würden. Ja. Okay, das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja? Ich habe die Geschichte mit den Ortsgrenzen nicht verstanden. Also außerorts sind in der Regel, wenn Fußwege existieren, gemappt. Und eine Landstraße, die im Ort auf jeden Fall oder ziemlich sicher einen Gehweg hat, hat außerhalb vom Ort oft keinen Gehweg mehr. Und das wäre natürlich am Anfang in der Prozesskette müsste man prüfen, welche Wege sind innerhalb vom Ort und außerhalb vom Ort. Gibt es sonst Fragen, Anregungen, Ideen? Ja, ich hätte schon noch eine Anmerkung. Ja. Ich kenne also mehrere Ansätze, so etwas Ähnliches für Fahrradfahrer umzusetzen. Da gibt es ja auch genügend Informationen im OSM und der hat folgende Idee gehabt. Das ist ein junger Vater mit einem Kind hinten in einem Fahrrad drin und er möchte den sichersten Weg durch die Stadt finden. Da hat er sich unendlich viel Mühe gemacht, das so zu prägen, um den sichersten Weg durch die Stadt zu finden. Also mit sämtlichen Fahrrad-Lanes und baulich getrennter Radweg und Pipapo, was es da alles gibt. Ja. Letzten Endes ist nichts dabei rausgekommen. Wer mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt, muss sich einfach auskennen. Es gibt keine praktische Umsetzung, auch nicht durch irgendwelche Algorithmen. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Also deswegen die Einsatzfähigkeit halte ich eher für begrenzt auf der ganzen guten Ideen gedankt. Ich glaube nicht, dass sich das in die Realität umsetzen lassen wird. Ansatzweise beides, Fahrradfahrer und Fußgänger. Ich glaube nicht, dass wir mit Automatismus da auf den grünen Zweig kommen. Aber man nicht kann ja im Prinzip schon
davon ausgehen, dass man entlang einer Straße laufen kann auf einer Straßenseite. So ist es ja ansatzweise schon, ja. Aber wie eben vorhin auch bei dem Flächenrouting, letzten Endes gehst du vor Ort und entscheidest halt, ja. Wo ist für mich jetzt der entscheidendste Weg. Ja. Du kannst einfach auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß eine Straße überqueren, wenn es dir passt, wenn du siehst, es kommt kein Auto, es ist wenig Verkehr, oder du siehst, okay, das ist gefährlich, dann mach es nicht, auch wenn dein Routenplaner sagt, du sollst jetzt da drüber gehen. Ja, man muss natürlich schon noch mitdenken. Ja, ja. Dasselbe sind die nicht für blinde Leute. Ja, das, aber auch ein Blinder, sage ich mal, kann sich nicht hundertprozentig auf so ein Routing verlassen. Und der ist auch aufgefordert, sich in der Realität zurechtzufinden. Die machen das besser, als man glaubt. Auch Rollstuhlfahrer. Also ich finde das richtig, kaum eine Ja. Also, ich würde aber fragen, zu deinen Geometrieproblemen, ob du da auch selbst Überschneidungen dann bekommst von den. Ja, also das Routing funktioniert, aber geht halt in den Kreis irgendwie. Also, ja. Ja. Da müsste man eine Fallunterscheidung machen, ab welchem Winkel die Probleme entstehen. Ja. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, das Ding wieder als OSM-File zu exportieren, oder ist das dann, bleibt das erstellen? Das bleibt ja eine Postgres-Sache, aber man könnte das schon auch wieder parsen, ja. Also. Ne, interessant, ja. Vielleicht, dass man sich so einen Graphen, gut, als Shapefile geht ja, das kann ich dann mit Open Data Plugin in JOSM importieren. Mhm. Und dann vielleicht das Ding generiert und dann automatisch sagt, dann spoilern wir das Zeichen an der Bürgersteige im größten Teil. Ja, das stimmt natürlich, wenn man dann doch die Bürgersteige mappen will, wäre das natürlich eine Unterstützung. Das ist halt eine ewig lange Diskussion, eigentlich nur eine Sache-Diskussion, die man wirklich sinnvoll aufarbeiten müsste und nicht nur immer so in diesen Minuten halt zwischen einzelnen Vorträgen. Ja. Scheint das auf die Tafel? Auch 10 Minuten reichen. Also eigentlich müsste man sich da mal hinsetzen und vernünftig Programm schreiben, was das ganze Zeug zusammenfasst und halt auch so. Es gab jetzt immer wieder einzelne Ansätze, aber wie wir als Community damit umgehen und wie wir das vielleicht auch langfristig nachhaltig lösen können oder so, das habe ich noch nicht eigentlich diskutiert. Ich habe auch eine andere Frage. Du meintest, du hast, konntest nicht direkt in die Datenbank schreiben, weil das war langsam, deswegen hast du erst einen Postgres, einen Shapefile geschrieben, ja. In die Datenbank importiert hast. Hast du mal geschaut, ob man einfach während diesem, wenn erstens mal in die Datenbank schreibt, dass du da die Indexierung komplett abschaltest und danach wieder anschaltest? Ja, ich habe schon vermutet, dass es mit dem räumlichen Index zusammenhängt. Hast du nicht geschaut, ob es da eine Möglichkeit gibt, das zu machen? Oder? Nee. Okay, ich bin dann, ja genau, ich bin da den geringsten Widerstand gegangen. Ja.